Es geht weiter mit Assassin's Creed Valhalla. Moin moin, hier ist der Angelus und wir können ins nächste Gebiet reisen, nachdem wir mit Ranfi gesprochen haben. Außer es passiert vielleicht noch was Neues mit Ranfi, weiß man ja nie. Aber ansonsten habe ich jetzt vor, auf dem Tisch das nächste Gebiet auszuwählen. Und dann gucken wir, was uns da erwartet. Es müsste dann Nottinghamshire sein oder Snottingham. Ich weiß nicht, ob er das S mitspricht. Mal gucken, wie sie es hier aussprechen, dann lernt man das ja wieder. So, schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Folge. Und Randvi ist auch dabei. Und jetzt, ja, suchen wir uns aus. Wir sehen, wir haben nur noch zwei Männchen auf dem Tisch. Das Gebiet wird voller. Mit Raben. So, zeig mir die Bündniskarte. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So, da oben haben wir es. Hier. Es gibt auch wieder Belohnung für die Siedlung. Und hier unten ist dann auch noch ein Raubzug. Also echt ganz gut. Das Nottinghamshire 250. Und hier wäre dann Winchester auch 250. Aber Winchester hier unten und Hamptonshire sind halt die letzten beiden Gebiete. Und deswegen mache ich das hier im Norden jetzt zuerst. Ich habe einen besonderen Ruf aus Nottinghamshire im Norden erhalten. Von deinem alten Freund Willi. Willi, den Namen habe ich schon 10 Winter oder mehr nicht gehört. Aha. Wie geht es ihm? Gut scheint es. Willi bittet dich, an Festmahl und Feierlichkeiten zu Ehren seines Vaters Jarl Heming teilzunehmen. Eine willkommene Einladung. Es wird schön sein, ihn wiederzusehen. Es lohnt sich auch anzumerken, dass sein Vater ein mächtiger Verbündeter wäre. Reist du hin? Ja. Aber ich glaube, das wird bei diesen Feierlichkeiten nicht bleiben, oder? Willi, habe ich den. Haben wir den in Norwegen schon mal getroffen? Weiß ich nicht. Vielleicht, wenn ich ihn sehe. Okay, sie hat aber auch irgendwie das Essen nicht mitgesprochen. Es ist wirklich Nottingham, ne? Vielleicht gibt es eine Anspielung auf Robin Hood, auch wenn es andere Zeiten waren. Der war ja erst viel, viel später da. Ich werde heute nach Snottinghamshire aufbrechen. Schön, Sie werden sich freuen. Alte Freunde. Okay, sie hat Snottingham gesagt. Snottingham hört sich an wie so, weiß ich nicht. So was man in der Nase hat. Ich sprich mit Rand wie über Winchester. Ja, das mache ich danach. Reise nach Snottingham. Ich muss hier auch nichts mehr machen, ne? Mit Item habe ich gesprochen. Hey, Sigi. Nee, das ist Basti. Nichts zu sagen? Nö. Okay, wie komme ich denn da am besten hin? Ich habe ja schon Aussichtspunkte, ne? Reise nach. Okay, ich soll einfach nur in das Gebiet reisen. Wird nicht mehr gesagt, wo ich da hin soll. Alte Freunde einfach. Ich reise mal hier hin und laufe dann hier rüber. Weil wir haben hier auch eine geile Animus-Anomalie, die ich ja auch immer sehr gerne spiele. Ach nee, da ist eine Questmarkierung. Ja, das ist da ist die Stadt. Die meinen nicht, dass das Gebiet heißt so, also die Stadt heißt auch so, Snottingham. Ja, cool. Dann kann ich ja hier unten auch erstmal den Kram machen. Vielleicht auch hier das blöden Raubzug. Raubzüge finde ich immer lästig. Deswegen, wenn man die so schnell hinter sich hat, ist das ja auch eine feine Sache. Nach Norden hin werden wir uns dann, denke ich mal, hochkämpfen. Also hier, der Hafen, der hat eine recht gute Position. Den nehme ich. So, sind wir angekommen. Ist auch wieder eher so ein nördliches Gebiet, wo auch Schnee zu finden ist. Wenn mein Schiff hier gerade da ist, dann benutze ich das gleich mal und mache dann wirklich den Raubzug zuerst. Dann haben wir den hinter uns. Dann können wir uns danach schön nur noch am Land bewegen und alles machen. Mehr Segel! Mehr Segel! So, hisst die schwarzen Segel. Wieder so ein so eine Nachricht so, ja, komm mal hierher, wir feiern. So wie das auch mit Gunnar war, seine Verlobung feiern. Und dann kam da auch was ganz anderes bei raus. Wird das jetzt hier bestimmt auch nicht beim Feiern bleiben. Gerade wenn das Gebiet auch so riesig ist. So, hier hinter dieser Biegung da vorne müsste dann auch schon das Kloster sein. Daneben ist da noch ein Rätsel. Kann man das alles gut kombinieren. Viele Leute am Angeln hier. Einen guten Fisch zu geben.
So, da ist es doch. Und da ist die Anlegestelle. Begrüßen wir die Leute und sagen mal, dass der Raben-Clan jetzt da ist. Und wir kommen mit der untergehenden Sonne. Los geht's! Selbst die Luft wird rot, blutrot getunkt. Gefärbt. Er hat auch mit dem Schilden so zu wedeln, sonst hebt er noch ab. Attacke! Zündet an! Was ihr nicht mögt! Was er nicht mitnimmt? Was er nicht mögt? Schön geblockt, den Bogen. Okay, wir haben unten einen Schlüssel, den ich mir holen sollte. So. Da ist noch mal was Wichtiges. Hier ist noch eine Wache. Weg mit dir. So. Kriegt langsam auch wieder Lust, mal wieder neue Waffen auszuprobieren. Irgendwann eine neue Kombo. Einfach mal so ein bisschen... bisschen Abwechslung reinbringen. Die Dolche sind zwar geil und man tötet die Gegner auch richtig schnell, aber noch habe ich ja das Mentorenset noch nicht fertig, um dann das Tempo noch ordentlich auszuspielen. Weil die Rüstungsteile so auf sich warten lassen. Ah, zu spät. Ich lass dich ausbluten. Du kommst dir nicht so einfach. Kopfnuss! Au. Wo willst du hin? Ja, hat er sich wehgetan beim Runterfallen? Toll. So, die Gebäude brennen hier schon alle. Wir müssen aber irgendwo mal rein jetzt. Die sind drin? Okay, dann gehen wir da mal rein. Auf. Ich habe zwar noch keinen Schlüssel, aber einige Türen... Ich brauche Unterstützung! Einige Kisten müsste ich ja so aufkriegen. Blut? Mach mal Platz, ich will auch rein. Bleib standhaft! Bist so gut wie tot! Den hab ich getreten. Den auch. Brennen! Bringt euch nicht in Gefahr! Gott verflucht euch, Sünder! Bringt euch nicht in Gefahr? Was? Die Gefahr ist gerade durch diese Tür gekommen. Vorhin der ist ja, genau. Du mich auch. Eine kleine Kiste nur? Wo sind die großen denn? Nach unten. Also unten ist auf jeden Fall auch noch was da. Deswegen brauche ich auch den Schlüssel. Habt ihr den Eingang hier? Da ist auf jeden Fall keine Treppe. Hier ist noch eine Tür zum Aufmachen, aber ich glaube, dann geht es wieder raus, ne? Ich brauche hier mal Hilfe. Ah, nö. Ah, da ist die Treppe. Versteckt ihr hier eure besten Reichtümer im Gewölbe? Mich erwartet kein Paradies. Nee, ich gehe auch nach Valhall. Mit euren blöden Paradies könnt ihr ja zu Hause bleiben. Da gibt's kein Met. Wer hat Feuer gefangen? So. Hier haben wir meine fette Kiste. Ich brauche Hilfe! Da wird sich meine Siedlung drüber freuen. So, gutes Rohmaterial. Rohmaterial ist besser als halb durch. Es geht noch weiter runter. Da liegt ein Beutel. Nimm mal den Beutel mit. Huch! Wieder einer weniger. Okay, unter mir ist auch noch was. Wie viel Stockwerke habt ihr denn hier? Das sind viele. Komm, Brüder, beenden wir es.
Hör auf zum Blocken. Der blockt echt viel Weltmeister. Benutzt den Kopf! Hier lohnt es sich zuzugreifen! Ja, ja, wir greifen auch zu. Ich wollte nur einen Speer werfen. Komm, greif mir zu, Lady. Ich brauche hier drüben Hilfe! Hallo? Wo? Irgendwie einer? Hier stehen so viele. Ja. Da haben sie mich aber warten lassen, ey. Sieht einsturzgefährdend aus. Ich hab den Schlüssel immer noch nicht gekriegt. Ist das über mir? Was weißes Leuchten? Ja. Okay, die Tür ist geschlossen. Ich muss da durch. Na, gute Nacht. Nicht, dass das hier so ein Story-Kloster ist. Weil das echt krass gebaut ist mit dem ganzen Gewölbe hier. Die Gegner sind auch ein bisschen heftiger. Oder weil es einfach das fast schon vorletzte Kloster ist im Spiel. Komm schon! Dich block ich. Und dann trete ich dich gleich nochmal. Jetzt. Nein, du bist. Du musst auch stehen bleiben. So. Und. Das hat wehgetan, was? So, jetzt bin ich hier. Hier war der Schlüssel. Da ist noch eine Kiste. Hat da einer von denen Schlüssel dabei? Ich glaube, ich habe ihn. Ja, ich kann auch schießen. Hierfür war der Schlüssel gut. Jetzt bin ich auf der Seite. Okay, in dem Raum war ich schon, aber es geht noch ein Stockwerk weiter runter. Diese weißen Lichter hier immer. So, hier geht's noch runter. Hoffentlich komme ich auch wieder hoch. Auf einen schnelleren Weg. Alter, ist das eine üble Katakomben hier. Geht dort herum! Christus wird uns beistehen. Du bist tot. Tot. Bin ich? Noch nicht. Du bist tot. So. Oh, hier ist ein Dicker. Ich mach das schon. Okay, der hat den Mund ganz schön voll genommen. So eine Kiste hier unten, da brauche ich noch einen Kollegen. Da geht's raus, ne? Ja. Aber ist mir jetzt einer von meinen Leuten mitgekommen? Die Türen habe ich aufgemacht. Hey, ah ja, wo kommst du denn jetzt plötzlich her? Das ist ein krasses Kloster, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon... Das war alles, sagt sie? Auch schon die kleinen Kisten? Ne, da ist noch eine gelbe oben. Dies müsste wahrscheinlich oben sein. Krass, alles so unterirdisch gewesen nur. 40 Meter ist ja gar nicht so... Da oben. So, dann habe ich alles. Da ist mein Boot. Super. Wenn wir hier unten reingegangen wären, hätten wir das alles viel schneller gehabt. So, die letzte Kiste noch mitnehmen. Wegen der Vollständigkeit. Ist ja nicht mal richtig versteckt. So, jetzt haben wir es fertig. Kloster Winloch. Das ist wirklich ein Loch gewesen, ey. Ein tiefes Loch nach unten. Okay, das haben wir. Sehr schön.
So, ja, haben wir schon die Hälfte Reichtum fertig in dem Gebiet. Dann können wir weitergehen zum nächsten Rätsel. Huch. Das ist einfach so ein Pferd erschienen vor mir. Ein Wunderwerk der Technik. So, ich wollte hier das Haupttor nehmen. Meine Kollegen gehen zurück zum Boot. Ich will nicht zum Hafen. Es regnet das hier. Komm, wir machen das Wetter noch mal ein bisschen freundlicher. Ich will das Gebiet kennenlernen, wie es optisch aussieht. Wird doch die lange Mähne von meinem Pferd so nass. Dann stinkt da wieder. So. Oh, es regnet immer noch. Gutes englisches Wetter. Der Regen fällt fast lotrecht. So, Kollege. Das dauert zu lange. Das dauert zu lange. Du verbrennst da Sachen. Mehr Feuer, mehr Öl. Sie müssen brennen. Sie müssen brennen. Wem verbrennst? Du verbrennst da menschliche Körper? Die Sauger verbrennen, bevor sie sich erheben. Okay. Bist du verrückt? Bitte, meine Familie. Sie sind zu Unrecht gestorben. Aha. Sie müssen verbrannt werden. Aber dieses Feuer taugt nichts. Das ist ich muss sie verbrennen, ehe sie rachsüchtige Drauger werden. Hier muss es doch irgendwas geben, das gut brennt. Das ist deine Familie? Es muss hier was geben, was gut brennt. Hier hätte doch eh was geleuchtet, oder? Öl für das Feuer. Das dürfte reichen. Wir fragen einfach gar nicht nach, warum seine Familie da brennt, sondern schmeißen einfach mal Öl rauf. Vorsicht! Das war toll geworfen. Ich hab's ja fast auf ihn geworfen. Drin ist aber auch noch was zu finden. Eine Kiste. Ja, ja. Die wollte ich auch noch haben. Und ein Brief. Vielleicht finden wir da Hinweise drauf. Testament eines alten Mannes. Mein Erbe wird an meinem zweiten Sohn gehen und nicht an meinen Erstgeborenen. Mein Erstgeborener ist ein Lump und ein Spieler und er würde das Familienvermögen nur verprassen, das ich so mühselig angespart habe. Okay, ist eine Aussage. Erstgeborene sind nicht immer die beste Wahl. Noch mehr irgendwas versteckt. Hier ist noch was. Noch mehr Öl. So, die zweite. Muss ich ihnen die geben oder einfach nur reinwerfen? Ich schmeiße jetzt einfach rein. Danke. Mögen Sie nun in Frieden ruhen. Ja. Jetzt kann ich auch mit Ihnen sprechen. Werden Sie wirklich ruhen? Du sprachst von rachsüchtigen Drauger. Und es ist deine Familie. Ich bin schuld. Ich habe sie getötet. Meine Gier raubte mir erst den Verstand und dann die Familie. Mein Bruder sollte den Reichtum meines Vaters erben. Doch er stand mir zu. Sie nannten mich einen Lump, einen Schandfleck. Sie hatten recht. Nun ist unser Familienvermögen im Haus. Doch es ist nutzlos, weil niemand da ist, mit dem man es teilen kann. Ich bitte dich um einen Gefallen. Strecke mich nieder, damit ich sie in Helheim um Vergebung bitten kann. Er ist der Lump, der Sohn. Oh Gott, ich glaube, er hat seine Familie getötet, nur weil er das Erbe nicht bekommen hat. Sein Bruder sollte ja alles bekommen und nicht er. Was ein Schwein, ey. Gut, dass ich den Brief noch gelesen habe. Er ist der Lump. Stirb, du Lump. Männer wie du verdienen Schlimmeres als den Tod. Ich hoffe, deine Familie verdammt dich. Selbst in Helheim. Oh ja. Gut, die Familie hat vorher schon gebrannt. Wir haben nur das Feuer noch ein bisschen heißer gemacht, aber was ein Dreckstyp.
Nur weil sein Vater ihm das Geld nicht vererben möchte und alles seinem Bruder gibt, verbrennt er einfach alle. Psycho. Okay. Das war ja mal ein toller Einstieg hier in die Gegend. Mit solchen Leuten. So, dann müssen wir ein ganzes Stück reiten, ne? 1000 Meter bis zur Ausrüstung, 600 da, 800 da. Die Anomalie dauert sicherlich ein bisschen länger. Wenn ich so an die letzte gedenke, die richtig anstrengend war. Wo Leda dann gesagt hat, es fehlen noch... Hat sie gesagt, 3 oder 2? Ich glaube, müsste jetzt noch 2 fehlen. Eine hier und dann wahrscheinlich im letzten Gebiet. Deswegen reite ich jetzt erstmal nach Nottingham. Bevor ich dann die Anomalie mache, starte ich dann frisch in einem neuen Video. Dann habe ich Zeit, um die länger zu machen, wenn sie anstrengend sein sollte. Aber ich freue mich schon auf das ganze Video danach, wenn es dann abgespielt wird. So, ein weiterer Fluss hier. Wieder ein bisschen rauer, das Gebiet auf jeden Fall. Ist halt Norden, ne? So, Snottingham. Das muss Snottingham sein, wo Sachsen und Dänen in Frieden leben. Echt? Von einem Land unter Jarl Hemings Herrschaft habe ich nichts anderes erwartet. Friedlich leben die hier zusammen? Nordische Frau, was? Trückvi sprach die Wahrheit. Du bist in Englerland. Das bin ich. Und ich werde bleiben. Du bist weit von Nordwegen. Ist das sie hier gewesen? Wo kommt die Stimme her? Du bist weit von Nordwege entfernt, Wolfsmal. Willi wird sich freuen, davon zu erfahren. Hinter uns allen liegt ein weiter Weg. Ja? Ich habe sie immer noch nicht gesehen. Warst du das? Ein Ort, wo Sachsen und Dänen friedlich zusammenleben. Das ist ja schön. Im Berg drin, oder was? Snottingham. Ich freue mich darauf, Willi wiederzusehen. Suche Hemmings Boten. Geh ich mal rein hier. Hier war ich noch nicht drin. Schenkt Fleet aus. Eivor ist in Snottingham. Yay. Moin. Alle kennen mich. Das ist aber eine schöne Halle, so mitten im Berg drin. Wir könnten jeden Moment ablegen. Die Stimme. Einfach mal Liam Neeson. Geil. Oh ne, der will saufen. Ich dachte eben, ich rede erstmal mit jedem, aber der will ja nur saufen. Festtagshalle in einem Felsen drin. Der ist nach oben gegangen, ne? Ist voll schön hier. Kotzt ihr gerade hin? Hast du hier hingekotzt? Also ich will das lesen. Aufrichtiger Brief. Als er hier eintraf, brachten mich seine blauen Augen aus der Fassung. Doch noch mehr stört es mich, dass ich, je länger ich in seiner Nähe bin, es immer schwieriger finde, mein Herz vor zum Schweigen zu bringen. Wir fürchteten um unser Leben, als sie kamen, doch um ehrlich zu sein, ist Nottingham unter Jarl Henning Herrschaft ein besserer Ort geworden. Okay. Der Jarl hat es also zu einem besseren Ort gemacht. Die meinen also seine blauen Augen. Die machen sie so sentimental. Kann ich meinen Augen trauen? Bist du es wirklich? Trückvi, du alter Hund. Wie geht's dir? Eivor, eine alte Freundin, ist ein gutes Omen. Sieh sich das einer an. Man könnte dein Kinngras glatt für eine Hecke halten. Doch der gesunde Bart eines Jarls ist es auch nicht. Und wie geht es Willi? Seine Nachricht hat mich sehr gefreut. Ich stehe hier heute an Willis Stelle. Er und sein Vater brachen auf nach Ulkertorp, um eine Invasion der Pikten abzuwehren. Oh. Wir haben sie lange belagert. Und nun will Jarl Heming die Arbeit beenden.
Okay, also die Sachsen und die Dänen leben hier friedlich zusammen, aber es ist halt weit im Norden und dann gibt es halt das, ja, den Konflikt mit den Pikten. Wir haben zwar die oben am Hadrianswall aufhalten können mit Halfdan, aber es waren ja schon viele auch im Land schon drin, ne? Also ist das hier auch wieder eine Sache für, gegen die. Ich werde an ihrer Seite kämpfen. Eine Belagerung wurde nicht erwähnt. Willi scheint sich nicht verändert zu haben. Eine Belagerung wurde nicht erwähnt. Nö, die haben gesagt, es gibt Party. Seit unserer Jugend habe ich nicht mehr an Willis Seite und der seines Vaters gekämpft. Wenn sie mich brauchen, gehört ihnen meine Klinge. Doch trotz des Kriegsgeschreis sollst du wissen, dass Willis Vater sehr viel gebrechlicher ist als bei deinem letzten Besuch. Wie kann das sein? Jarl Heming ist ein Stier. Das stimmt. Und er wird sich freuen wie Skirl mit dem Mond in seinem Maul, wenn er dich sieht. Komm, der schnellste Weg führt über den Fluss, auch wenn uns diese Gewässer feindlich gesinnt sind. Du bringst uns Glück. Wir könnten die Meerhengste flussabwärts reiten. Flussabwärts, okay. Machen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall. Mein Schiff wird die Pfeile auf sich ziehen, damit der Schiffstrupp durchkommt. Gib mir nur einen Moment, bevor wir aufbrechen. Wir fahren mit dem Schiff flussabwärts. Na dann. Mein Schiff ist auf jeden Fall noch im Kloster, aber wir haben ja auch einen Hafen. Gut. Schauen wir uns mal das... den Eintrag an. Personen. Fast alles fertig, ne? Region 10 von 12, Schauplätze 20 von 29, Personen 68 von 80. Hier haben wir ihn, der gute Tryggvi. Tryggvi, rechte Hand von Jarl Heming und Vaterfigur für Willi Hemmingsson. Er ist ein über allemaßen treuer alter Mann, der als Stellvertreter von Jarl Heming ein strenges Kommando in Hemrop führt. Wenn er so sein Leben etwas mehr für sich selbst als immer nur für andere leben würde. Tja, ist halt ein treuer Dude, ne? Gut, Leute. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, euch hat die Folge etwas gefallen hier. In der nächsten Folge starten wir dann hier schon mal die Quest. Es klingt nämlich eilig und dann fahren wir mit dem Boot flussabwärts. Und gucken wir, ob wir den anderen Leuten da helfen können und unterstützen können für Willi. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.